Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin die Pamela. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei mir. Ich habe heute ein Unboxing- und Schminkvideo für euch von Clarity Cosmetics. Habe ich zum ersten Mal bestellt. War nicht teuer, da es im Sale war. Ich habe für das Ganze nur, ich glaube, 35 Euro bezahlt. Aber ich habe dann noch 30 Euro Versand bezahlt. Leider. Das sind die Farben. Ich habe sie euch auch schon mal geswatcht und gehen wir es gleich einmal durch. Und zwar habe ich hier mir ein Weiß ausgesucht, was ultra hochpigmentiert ist. Genauso wie die Grüntöne. Richtig, richtig toll. Und die Schimmertöne sind wunderschön, nur ein bisschen flaky. Da muss man aufpassen. Ja, ich habe mir schon wieder meinen Pullover angesaut. Ja, genau das meine ich. Die sind ein bisschen flaky, da darf man nicht zu fest reingehen auf alle Fälle. Das habe ich beim Swatchen schon mal gemerkt. Aber sie sind so schön duochromig. Also da habe ich mir so ein Grau mit einer grauen Base und ein bisschen Rosa ausgesucht. Das ist so Unicorn-mäßig. Das geht ins Grüne, ins Rosa und nochmal ins Grüne. Aber der ist etwas heller. Und ich werde da auch zwei unterschiedliche Augen schminken. Ich muss zwar dann noch weg, aber ich glaube, das fällt wieder nicht so extrem auf. Zollgebühren waren sehr hoch. Ich habe 45,66 bezahlt. Also alles, was ich mir im Sale gespart habe, ist dann halt wieder drauf gekommen. Aber ich glaube, die Pigmentierung und die Qualität ist mega. Außerdem habe ich mir noch diese Flüssigkeit gekauft. Die ist, um so Pigmente zu Lidschatten zu machen. Als Reserve. Und die zwei Pinsel, die werden wir auch benutzen. Also ich würde sagen, das ist ein, eher ein Puderpinsel. Und den könnte ich für Kontur kann man den nehmen. Es steht aber leider nur die Bezeichnung oben, die Zahl, aber nicht für was das genau ist. Aber ich schaue noch schnell auf meinen Packzettel. Powder Brush, genau, und Bronzing Contour Brush. Also für Contour oder Bronzer oder Blush geht wahrscheinlich auch. Das ist ja nicht so schlimm. So, ich bin ein bisschen in Zeitstress, deswegen rede ich auch ein bisschen schneller. Ich habe mir meine Augen schon geprimed und wir legen jetzt gleich direkt einmal los. Auf den vorderen Teil des Auges. Ich will mir wieder ein mattes Inner Corner machen. Hier vorne. Und das Weiße hat beim Swatchen schon so einen guten Eindruck gemacht und ja, ich finde es richtig toll, wenn ein Weiß gut funktioniert. Man hat viel Fallout auf alle Fälle, aber wie gesagt, mich juckt das nicht, weil ich mache eh vorher mein Augen-Make-up. Ich muss mich auf alle Fälle heute, es ist immer so, weiß ich nicht, man steht eh schon so früh auf, aber irgendwie reicht es trotzdem nie. Weil ich habe mich dann noch gepflegt und habe heute, ich habe mir vorgenommen, mehr Masken zu machen und mehr Augenpads und solche Sachen. Und das ziehe ich jetzt auch durch. In der Früh und am Abend habe ich vor, das zu machen. In der Früh nur eine schnelle Augenmaske. Und am Abend und in der Früh habe ich auch heute schon die Augenpads, weil ich finde, Augenpads haben nur in der Früh was. Hat einen Sinn, ne? Weil dann geht man ja raus und so weiter. Also das Weiß finde ich richtig schön. Das ist wirklich schön. Es ist so schwer, ein gutes Weiß zu finden. So, im Blender. Und gehe jetzt einmal in das hellere Grün rein und setze mir den in die Crease. Viel mehr Möglichkeiten haben wir da ja eh nicht. Weil ich habe nur 3 matte Töne bestellt. Und das war halt alles in krassen Sale drinnen. Ich weiß nicht, ob ich hier die Preise stehen habe. Nein, habe ich nicht die Preise stehen, aber da war jeder Ton sehr stark reduziert. Weil sonst hätte sich das eben im Versand überhaupt nicht gelohnt. Habe jetzt aber insgesamt dann 125 Euro, glaube ich, habe ich jetzt für alles bezahlt. Ich habe 3, 4, 5, 6, 7, 8 Shades, 2 Pinsel und diese Flüssigkeit darum. Ja, billig ist nicht. Leider ist es beim Zoll hängen geblieben. Ich glaube, sonst wären die Zollgebühren vielleicht auch, dann auch noch ein bisschen niedriger gewesen, aber ich weiß es nicht genau.
Weil bei Colourpop, nein, ich glaube aber auch nicht, weil bei Colourpop habe ich jetzt auch schon 45 € bezahlt. Das Problem ist auch, dass die Firmen da immer den Originalwert auf die Sendung draufschreiben und dann muss man den ganzen Wert verzollen. Das finde ich echt blöd. Weil warum schreiben die nicht einfach den reduzierten Preis drauf, dann würden mehr Leute öfters bestellen, weil ich bin jetzt auch schon am Überlegen, ob ich bei Colourpop überhaupt noch bestelle. Das ist echt der Wahnsinn, weil das so teuer geworden ist. Green einfach. Ja, mit dem kann man gut arbeiten. Aber ich muss sagen, bei den größeren Zoeva-Pinsel bin ich gar nicht begeistert davon. Weil da fallen mir die Haare schon aus und ich habe das noch nicht einmal ein Jahr. Das finde ich halt schon krass, ne? Das ist echt schlimm. Und damit kann man es dann noch ein bisschen verdunkeln. Ich glaube, man sieht das ganz gut. Ist jetzt nicht krass dunkel. Vor allem dunkel, dunkel, dunkel. Aber es ist dunkler. Und das passt. Ich finde, die Töne sind so gut zum Verblenden und sind so gut pigmentiert. Das ist echt krass. Also ich mag das Ur. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich das so, so gerne mag. Diese Firma. Vielleicht bestelle ich noch mal, aber ja, da müsste halt wieder extremer Sale sein, ne? Weil wenn die Schimmertöne auch so und schaut's mal, das Auge, das Weiß, das schaut so geil aus. Sorry für den Ausdruck, aber es ist so. So, wir kommen jetzt schon, nein, ja, oh ja, ich mache sehr Spaß, genau. Also ich setze mir mal hinten jeweils einen grünen Ton auf und dann nehme ich den und den. Also dann gehen wir mal mit dem, dann darf man wirklich nur ganz vorsichtig reingehen. Wow, der ist mega. Schaut sich den mal an. So, und dann gehe ich auf der anderen Seite in den anderen Ton ran. Wow, der ist auch schön. Der ist nur ein bisschen irisierender, ein bisschen durchscheinender auf alle Fälle. Aber auch mega, mega toll. Dann gehe ich. Gute Frage. In den rosanen Ton gehe ich auf der einen Seite rein. Der ist so. Wow. OMG. Ist der schön. Das ist Hammer. Und dann gehe ich noch in den helleren irisierenden Ton rein auf der anderen Seite. Ja, der ist aber ähnlich den anderen. Das ist ein bisschen einheitlicher, nur ein bisschen heller wird es da. Gut. Dann setze ich mir noch den dunkelsten Ton, wie auch ins Matcha-Pinsel, von, keine Ahnung, kann ich nicht lesen, was das sein soll. Wow, und der ist auch unterm Auge so krass. Wow. Richtig gut, richtig, richtig gut. Ich liebe Clarity Cosmetics schon jetzt, ich merke das schon. Ich weiß noch nicht, warum das nicht in Europa geht, dass man keinen Zoll zahlen muss. Das ist so, es könnte so toll sein. Aber man muss auch dazu sagen, das sind Riesenpfännchen, ne? Also für das ist es echt nicht teuer. Ich habe für alles, glaube ich, 35 € bezahlt. Ohne Versandkosten jetzt dazu gerechnet. Das ist halt schade, ne? Wenn ich woanders wohnen würde, wäre es ja kein Problem. Und ich liebe halt diese außergewöhnlichen Sachen, diese Duochromes und das kriegt man leider nur dort. Und Drogerie oder bei uns oder so, kannst du vergessen. Kriegst du niemals diese Qualität, niemals. Vielleicht muss ich auch nach Amerika ziehen. So, dann mache ich mir meinen ganzen Fallout jetzt ein bisschen weg und dann. Ja. Schauen wir mal, was wir noch haben. Aber mir gefällt der Look schon mal richtig, richtig gut. Genau. Oh, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. So, das lassen wir da liegen. Passt. Dann machen wir weiter mit. Was machen wir weiter?
Haben wir dann überhaupt noch ein neues Produkt? Oh ja, wir sehen uns dann wieder. Ich habe dann noch Highlighter neu, Blush neu und Lippenprodukte neu. Und den Rest mache ich jetzt einfach schnell off-camera und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Base ist jetzt einmal fertig. Ich habe benutzt mein Puder wieder. Das habe ich unter die Augen benutzt. Mein Bella Bear habe ich den Bronzing Glowing Puder benutzt. Dann habe ich für die Augenbrauen diese zwei Produkte benutzt. Die Wimperndusche, das sind meine Standardprodukte. Den grünen Kajal, der ist fast leer von am Glam Shop. Den kann man dann bald nicht mehr spitzen. Und den Eyeliner von Mina. So, jetzt geht's los. Ah ja, ich habe auch noch den Luminizer genommen für unter die Foundation. Und die L'Oreal Foundation habe ich jetzt leer gemacht. Da wird es beim nächsten Mal dann eine neue sehen. Dann habe ich was Neues von Colourpop, den Cheek Dew Serum Blush. Und den tragen wir sich jetzt gleich einmal auf. Und zwar, der ist in so einer Verpackung. Das heißt, ich gehe mir das einfach am Handrücken drauf und werde mir das einfach mit Sponge einarbeiten. Die Farbe ist eigentlich ganz schön. Aber gebe ich mir nur ganz, ganz wenig drauf. Und der schaut auch sehr, sehr intensiv aus. Aber wir werden es sehen. Ja, aber der ist eher ein bisschen schier auf alle Fälle. Ja. Ist ein ganz, ganz leichter Tint nur. Ich sehe da eigentlich fast nichts. Ich probiere dann noch ein bisschen mehr aufzubauen. Also man kann doch ein bisschen mehr nehmen, weil es eben wie ein Serum Blush ist. Arbeite mir da ein bisschen was ein in mein Schwämmchen. Aber das kann ich mir gut vorstellen für trockene Haut. Schaut das sicher mega süß aus. Ja, man kann es auf alle Fälle ein bisschen aufbauen. Ist sehr, sehr süß. Dann machen wir jetzt den Highlighter. Und zwar, da haben wir so einen blau-grünen. Und den werde ich mir jetzt hier einfach auftragen. Der ist auf alle Fälle nur für Kontur geeignet, nicht für... Bronzer, genau. Ich gehe jetzt aber in den nochmal rein, wo ich auch meinen Bronzer aufgetragen habe. Das ist auch ein Pinsel von Clarity Cosmetics. Und trage mir den einfach so drüber auf. Ja, der ist schön. Der ist wirklich schön. Und der hat wirklich ein Blau, also so blau-grün Stich habe ich noch nicht. Grün habe ich, aber der ist mehr bläulich. Und der passt aber jetzt schon auch gut dazu. Finde ich wirklich schön. So, jetzt pudere ich mir das Ganze noch schnell ab. Mit meinem matten Puder von Revolution. Auf das Puder kann ich mich immer verlassen. Das macht immer einen super, super Job. Dann sprühe ich mir noch ein Fixing Spray drauf. Und werde mir das noch mit dem Sponge einarbeiten. Ich habe ein oder zweimal noch, dann ist das auch leer. Wird schon wieder viel leer. Das ist super. Das ist richtig, richtig gut, wenn dann was leer wird. Dann können wir was Neues austesten für unsere Pan Challenge. Oder das nächste Produkt einfach hernehmen. Ich habe da jetzt schon mittlerweile so viel in meine Körbchen drinnen. Und ja, werde das jetzt nicht, glaube ich, auf drei Körbchen aufteilen. Ich werde es, glaube ich, mal in eins zusammenschmeißen und dann einfach alles probieren zum Aufbrauchen, da sind echt viele Produkte drin. Ist richtig schön natürlich und ja, ich denke, das kann man auch so lassen.
Ich lasse es auch. Ich habe auch einfach keine Zeit mehr, um da jetzt noch was anderes zu machen. So, ich habe jetzt noch einen Drunken Diamonds Plumping Lip Balm von Catrice. Ich hoffe, der ist nicht krass plumping, weil sonst habe ich ein Problem. Und der ist so schön schimmernd und glitzernd und schauen wir mal. Der ist aber süß. Das ist wie ein Lippenstift. Ich dachte, das ist nur ein Lippbalm. Oh oh, ich spüre schon. Krass. Ich versuche aber dieses Lippenöl noch drüber zu geben. Das ist von Scully Skin. 6 ml ist da drinnen. Das hatte ich in der Mystery Box von Beauty Price. Und das ist so ein durchsichtiger. Also ein bisschen macht die Farbe mal ganz, ganz wenig. Konsistenz ist eigentlich ganz okay. Ja, ist ganz okay, kriegt aber ein bisschen im Mund rein. Ja, ist okay, ist jetzt aber jetzt nicht so was, was ich unbedingt haben müsste. So, jetzt habe ich euch eigentlich eh schon, nein, ich habe euch eigentlich eh schon alles, ich mache nur noch einen schnellen Durchlauf von den Produkten, was ich heute neu gehabt habe. Und das waren ja gar nicht so viele. Das waren eigentlich nur 1, 2, 3, 4, 5, genau. So, und zwar als erstes haben wir die Palette von Clarity Cosmetics. Und die ist einfach super, super toll. Ihr seht das Ergebnis auf meinen Augen. Und ich glaube, das spricht ja nur für sich, ne? Also, ich liebe es. Ich liebe das Ergebnis. Ich liebe das Weiß. Ich liebe die matten Töne. Ich liebe die Duochromes. Das hat alles perfekt und schnell funktioniert. Und ich liebe es. Also ich werde sicher noch mal dort bestellen, weil ich liebe die Pigmentierung, ich liebe die Farben, ich liebe alles daran, einfach alles. Den Brush muss ich noch austesten, für Bronze ist er nicht geeignet. Der Puderpinsel, den habe ich jetzt noch gar nicht ausgetestet, genau. Aber ich habe ich. Ich habe den Puderpinsel für Highlighter, für Bronzer, für Blush. Na, für Blush habe ich das Schwämmchen genommen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil es auch kein riesiger Powder Brush ist. Dann habe ich von der Essence Go von der Glow Highlighter Palette, die hatte ich mal im Trashy drin, die war gebrochen, die habe ich neu gepresst von der lieben Beauty XX Blaze und die ist richtig, richtig schön, ihr seht es. Ich mag den Shift vom Highlighter sehr, sehr gerne. Und dann habe ich das auf die Lippen, das ist so schier, da muss man echt gut aufbauen, also ich hätte sogar noch mehr, weil man sieht, viel sieht man nicht mehr davon, aber ist schön, ist ein Serum Blush und ist für die, was trockene Haut haben, super gut. Dann habe ich den Lippenbalsam mit ein bisschen Plump, aber das hält sich in Grenzen, also kann ich empfehlen, aber ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Müsst schauen, ich habe den in der Farbe 030 und das ist auch gleich so wie ein Lippenstift eigentlich. Und dann habe ich das Lippenöl von Kylie Skin. Der Preis ist es absolut nicht wert, aber es ist richtig, richtig schön. So, in dem Sinne hoffe ich, mein Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar und ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.